Die Anschläge vom 11. September 2001 haben die ganze Welt bewegt und schockiert. Milliarden Menschen haben damals angesichts dieses barbarischen und grausamen Akts den Atem angehalten. Jeder, wie auch ich, kann sich noch genau daran erinnern, was er in diesem Moment damals getan hat, wo er war. Dieser Tag, die schrecklichen Bilder aus New York und Washington haben sich eingebrannt in unsere Erinnerung, weil wir so ein Grauen nie für möglich gehalten hätten. Besonders die Überlebenden und Hinterbliebenen sind auch 20 Jahre danach von diesem schicksalshaften Tag betroffen. Ihnen und den Todesopfern sind wir es schuldig, dass die Erinnerung und das Gedenken lebendig bleiben. Gedenkveranstaltungen spenden ein wenig Trost. Es ist bewegend, wie in New York jedes Jahr die Namen von 2.791 Menschen verlesen werden, die am World Trade Center aus dem Leben gerissen wurden. Von einer Sekunde auf die andere wurde aus einem beliebten Treffpunkt und einem weltbekannten Wahrzeichen ein Ort der Furcht und des Schreckens. Heute ist ein Tag, um der zahlreichen Opfer zu gedenken. Wir sagen den Überlebenden, den Angehörigen und Trauernden, sie sind nicht allein.